Happy Halloween! Heute ist der 31. Oktober und ich habe frei. Das nutze ich natürlich aus, um Halloween zu feiern. Wie ihr eventuell meiner Stimme hören könnt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Die Erkältung hat sich zum Glück etwas gelegt bis heute und ich fühle mich eigentlich relativ fit. Ich höre mich nur ein bisschen komisch an. Heute geht es in einen Charakterpark, den ich schon lange besuchen wollte, denn wir wohnen da gar nicht so weit weg. Ich brauche, glaube ich, nur 45 Minuten, bis ich da bin. Es geht in das San Dio Pirulando, das heißt der Themenpark mit Hello Kitty, Gudetama und Co. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, denn dort ist natürlich auch Halloween angesagt. Und ich nehme euch natürlich mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Die Hoffnung, dass nicht viel los ist, wurde gerade zerstört. Hier steht eine riesengroße, lange Schlange an. No way, müssen die nicht arbeiten? Das Pirulando-Land ist wirklich riesig und es gibt jede Menge zu entdecken. Da die liebe Bontin ein großer Fan von Gudetama ist, drehte sich erstmal alles darum. Wir starteten mit der Vorstellung des Gudetama-Movie, was wirklich sehr lustig war. Gudetama wirkte als Filmdirektor und auch das Publikum wurde mit einbezogen. Danach ging es ins Gudetamalando. Das war wirklich cool. Am Eingang war es wie ein Flughafen aufgebaut und man bekam erstmal seinen Pass, den man innen drinne für Spiele nutzen konnte. Wirklich überall konnte man Gudetama sehen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und wir hatten jede Menge Spaß bei den kleinen Spielen, die man überall zwischendurch machen konnte. Leider ging es immer nur einmal pro Person. Das heißt, wir müssen definitiv wiederkommen. Dann haben wir den Charakterpark weiter erkundet. Dazu zählen kleine Fahrtattraktionen, aber auch jede Menge andere Sachen und Fotospots. Natürlich hat Hello Kitty in ihrem eigenen Park auch ihr eigenes Haus. Das ist wirklich gigantisch. Da gerade das Halloween-Event lief, gab es zwei verschiedene Zeiten. Tagsüber war es eine wunderschöne Villa und am Abend sollte es ein gruseliges Halloween-Haus werden. Leider standen am Abend viel zu viele Leute an und wir konnten nicht reingehen. Im Haus gibt es jede Menge Möglichkeiten, Fotos zu machen und man kann sich die Zeit frei einteilen. Das letzte Zimmer im Haus ist ein Fotostudio. Dort erwartet eine Hello Kitty.
Leider musste man für ein Foto mit ihr bezahlen, aber in so einem Park ist es ja nicht anders zu erwarten. Dann hieß es erst einmal Mittagessen. Im Park gibt es verschiedene Restaurants und Cafés und alle Speisen sind natürlich super niedlich. Es ist wirklich schwer, sich da zu entscheiden. Wir stärkten uns mit niedlichem Curry. Natürlich darf in einem Freizeitpark auch die Parade nicht fehlen. Und die war wirklich beeindruckend, mit all den Lichtern und allem. Aber seht selbst! Auf die Bootsfahrt. Hello Kitty hat zur Party geladen und alle bereiten sich vor. Die Fahrt ist wirklich sehr süß und war natürlich auch zum Halloween-Thema gestaltet. Am Abend wurde es dann gruselig. Ab um 5 wurden darin die Lichter ausgeschaltet und böse Monster haben einen erschreckt. Wir standen dafür eine Dreiviertelstunde an, weil das natürlich alle erleben wollten. Und ja, für mich war es wirklich gruselig. Wir schauten uns dann noch ein wenig um. Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Details es in dem Park gibt. Dann gönnten wir uns noch etwas Süßes für eine kleine Pause. Natürlich ist das Bioland auch ein Shoppingparadies. Es gibt jede Menge Goods zu allen möglichen Charakteren und man kann sich kaum entscheiden. Alles hat natürlich auch seine Preise. Aber wenn man einmal dort ist, muss man das natürlich ausnutzen.
16.30 Uhr hieß es dann Halloween Rock Live. Und das war wirklich rockig. Am Ende durften sogar alle mit auf die Tanzfläche und zusammen Halloween feiern. Das nenne ich mal eine Party. Unseres Tages am San Diego Pureland bildete die Illumination Show. Hier verzauberten uns Hello Kitty und Daniel noch einmal. Ich bin noch total sprachlos, wie es hier war. Ich hatte viel erwartet. Ich habe noch mehr geboten bekommen, als überhaupt erwartet. Und ja, ich hoffe, ihr konntet in dem Video ein paar Eindrücke bekommen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Däumchen hoch, einen Kommentar da. Würdet ihr das Pureland denn selbst mal besuchen wollen? Oder ist euch Disneyland oder Universal Studios lieber? Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren etwas dazu schreibt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald!